So, letzte Vorlesung war der Abschluss der formalen Sprachen, den Teil der Vorlesung, der formale Sprachen heißt. Und heute, just vor den Ferien, bewegen wir uns in das zweite Drittel der Veranstaltung, nämlich der Berechenbarkeitstheorie. Und dieser ganze Bereich rotiert, bewegt sich um das Konzept der Turing-Maschinen. Das Sie bestimmt als Wort schon mal gehört haben. Aber gut, Frage. Hände hoch, wer hat schon mal das Wort Turing-Maschine gehört? Vermutlich wirklich alle. Ne? Wenn man Informatik studiert, dann kommt einem das früher oder später einfach entgegen. Das Wort geht zurück auf ein unglaublich berühmtes Paper von natürlich diesem Herrn hier, Alan M. Turing, aus dem Jahr 9. Wo steht es? Das steht überhaupt nicht. Steht nirgendwo. Schlecht. Das ist in den 30er Jahren, muss ich irgendwie hinzufügen. Aber hier ist ein Zitat aus dem direkter Screenshot aus dem Paper. Und witzigerweise ist dieses Paper definiert tatsächlich diese Maschinen. Wir werden aber dann feststellen im Laufe der nächsten paar Wochen, dass der Sinn dieses Papers erstaunlicherweise nicht war, diese Maschinen zu definieren und zu zeigen, was sie alles Tolles können, sondern der überraschende Ergebnis dieser Veröffentlichung war, zu zeigen, was sie nicht können. Und darüber werden wir uns unterhalten müssen. Bevor wir das aber uns dahin bewegen können, müssen wir erstmal verstehen, wie diese Maschinen arbeiten. Und da können wir uns heute mal in Ruhe Zeit nehmen und wieder dieses richtige mentale Spiel spielen von, wie sieht ein Computer eigentlich aus? Weil wir in der theoretischen Informatik sind, versuchen wir uns wieder mit technischen Details nicht aufzuhalten. Das war in der letzten Vorlesung ein bisschen unvermeidbar, aber jetzt hören wir wieder auf damit. Wir hören auf, über konkrete Implementierungen nachzudenken, sondern stellen uns wirklich ein maximal abstrahiertes Konzept eines Computers vor. Und wir werden dann erstaunlicherweise feststellen, dass der all das kann, was wir möchten, dass ein Computer kann. Und er funktioniert folgendermaßen. Zunächst mal eine Intuition, dann sage ich Ihnen ein Beispiel dafür, wie der rechnet, dann kommt die Definition und die Definition seiner Rechnung. Was wir uns vorstellen, ist zunächst mal eine Baugruppe aus dem endlichen Automaten, nämlich so eine Kiste mit endlich vielen Zuständen. Die steht hier drüben. Ein bisschen wie so ein Auswahlrad an einer Waschmaschine. Ja, vielleicht kennen Sie noch so alte Waschmaschinen, die haben manchmal noch das Rad weitergedreht tatsächlich, damit man sieht. Oder manchmal sehen Sie das noch irgendwo. Vielleicht stehen noch welche in Ihrem Wohnheim, die immer, wenn sie das von einem Zustand zum nächsten übergehen, sich ein bisschen weiter drehen. So eine Kiste stellen wir uns vor mit Zuständen drin. In dem Fall Q0, Q1, Q2 und so weiter. Und dann gibt es noch was Neues dazu. Bei dem Kellerautomaten hatten wir einen Stack. Wir haben gemerkt, dass Stacks, also Speicher, die man nur an einer Stelle lesen kann und immer nur drauf und was drauflegen und wieder runternehmen kann, dass die beschränkt sind, dass die manche Sachen uns nicht erlauben. Deswegen machen wir es uns jetzt allgemeiner und stellen uns vor, dieser Automat, der hat ein Band, also ein Speicherplatz, der ein linkes Ende hat, irgendwo anfängt. Und nach rechts stellen wir uns den unendlich lang vor. Das ist eine unendlich lange Rolle Papier oder Magnetband, auf den die Maschine schreiben kann. Und sie tut es mit einem Schreiblesekopf, der steht an einer bestimmten Stelle auf dem Band und kann sich in jedem Rechenschritt nach rechts oder nach links bewegen auf diesem Band und an der Stelle, wo er steht, etwas schreiben auf das Band, beziehungsweise vorher lesen, was auf dem Band steht. Er kann auch entscheiden, nichts zu schreiben, sondern einfach weiter sich zu bewegen und das da stehen zu lassen, was da steht. So, und das heißt, wie sieht diese Maschine, wie arbeitet diese Maschine jetzt? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wenn wir die anschalten, so geht sie los, dann steht sie am linken Ende des Bandes. Sagen wir mal, das ist hier. Das Band ist unendlich in diese Richtung. Ah, das ist nicht ihr links, ne? Das ist da, das ist für sie unendlich langes Band, okay. Und ist im Zustand Q0, Startzustand. Und jetzt tut sie in jedem Schritt folgende Dinge. Sie liest aus dem Band, was da steht. Also, wenn wir sie initialisieren, schreiben wir auf das Band eine Eingabe, genauso wie beim endlichen Automaten. Da steht also ein Wort, ein endliches Wort aus der klinischen Hülle über dem Alphabet. Zum Beispiel ganz links am Anfang steht hier A, dann liest die Maschine A. Und dann hat sie eine Übergangsfunktion, die ihr sagt, was sie jetzt machen muss, nämlich sie schreibt etwas auf das Band, wenn sie möchte, kann sie auch lassen, also sie kann auch das Gleiche wieder draufschreiben, was vorher drauf stand quasi, dann ist das so wie nichts machen. Sie kann sich einen Schritt nach rechts, nach links für sie,
oder nach rechts bewegen. Wobei, wenn sie am Ende des Bandes steht, dann kann sie nicht nach links, dann geht also in dem Fall nicht, aber ansonsten kann sie sich nach links oder rechts bewegen und ihren Zustand verändern. Also das Rad da unten drehen. Und das war's. Dann geht's weiter. Das ist unser Computer. Klingt erstmal überhaupt nicht so mächtig wie diese Kisten, die Sie vor sich stehen haben. Stellt sich aber raus, ist es. Das ist alles, was wir brauchen. Und Spoiler Alert, für den ganzen Rest der Vorlesung werden wir nichts Mächtigeres kennenlernen. Und nicht nur hier in dieser Vorlesung. Niemand auf der Welt kennt irgendeine mächtigere Art an Computer, wobei mächtig im Sinne der Berechenbarkeitstheorie definiert ist. Und was das heißt, das werden wir in den nächsten paar Wochen miteinander erkunden. Wie löst so eine Maschine einigermaßen realistische, ernsthafte Rechenprobleme? Ja, dann machen wir jetzt mal ein paar Beispiele. Und Sie haben ja gesagt, Sie möchten mehr Beispiele. Heute machen wir viele Beispiele. Das erste Beispiel, was ich machen möchte, ist, schauen wir uns die Sprache an, die so aussieht. Das ist die Sprache W, Sonderzeichen W. Das heißt, die besteht aus allen Worten, die zweimal hintereinander kopiert sind. Also da gibt es ein Wort W, das hat eine beliebige Länge. Ist aber endlich, aber beliebig lang. Irgendwann kommt ein Sonderzeichen, Hash, das gibt es in dem Wort W nicht, das ist ein zusätzliches, besonderes Symbol. Und danach soll das Wort noch einmal kommen. Wir möchten also testen, ob eine Eingabestring diese Eigenschaft hat, dass der erste und der zweite Teil identisch ist. Sie kennen das aus Ihren Programmierhochsprachen als String Compare. Ja, wir haben zwei Strings, wir wollen wissen, ob die beiden identisch sind. Ja? Macht Sinn? Okay. Wie implementieren wir das auf einer Turing-Maschine? Wir müssen uns jetzt wirklich, die Kunst, die wir uns jetzt aneignen müssen über die nächsten paar Wochen, ist, dass wir die richtige Balance finden, aus vage genug über diesen Prozess reden, dass wir schnell durchgehen können durch diese Beispiele, aber gleichzeitig präzise genug zu sein, dass wir nicht aus Versehen Dinge annehmen, dass sie von Dingen annehmen, dass sie möglich sind, die diese Maschinen eigentlich gar nicht können. Deswegen fange ich jetzt einmal langsam an und mache es relativ präzise. Wenn die Maschine angeschaltet wird, am Anfang, dann steht ja Ihr Lesekopf da am linken Ende des Bandes und da steht das erste Zeichen aus dem String. Dann fängt sie an, den zu lesen und merkt sich den. Merken heißt in diesem Fall nicht, dass sie es aufs Band schreibt, sondern dass sie in einen Zustand übergeht, in der zu der Situation gehört, ich habe gerade eine Null gelesen. Und Sie können sich vorstellen, dass Sie das mit endlich vielen Zuständen natürlich realisieren können. Denn wir haben ja nur zwei Symbole, 0 oder 1. Also haben wir einen Zustand für, ich habe die 0 gelesen und einen Zustand für, ich habe die 1 gelesen. Geht also. Und dann schreibt die Maschine auf diesen Punkt etwas auf das Band drauf, um es quasi auszustreichen. Da haben wir ein besonderes Zeichen dafür und nennen wir es X. Dann ist die 0 weg. Und jetzt geht die Maschine in einen neuen Zustand über, der heißt, ich habe die 0 gelesen und ich habe sie ausgestrichen. Und dann fängt sie an, in mehreren Schritten nach links, nach rechts zu fahren, bis sie irgendwann auf dem Band, sie liest immer auf dem Band, und solange sie da Symbole sieht, die 0 oder 1 sind, macht sie immer weiter, bis sie zu dem Hash kommt. Wenn sie den Hash gesehen hat, dann sagt sie, ah, jetzt bin ich am zweiten Teil von der Eingabe, jetzt muss ich gucken, ob da das Symbol steht am Anfang, was ich gerade rausgestrichen habe. Aus meinem Zustand weiß ich, das war eine 0. Ich lese, ah, es ist eine 0, okay, dann streiche ich die 0 raus und dann hier mache ich so Carriage Return, ja, und fahre wieder zurück zum Anfang vom Band, bis ich wieder am Anfang bin. Oh, da war ja die X, okay, also fahre ich wieder vorwärts, bis ich das erste Mal wieder nach dem X wieder ein Symbol sehe, das kein X ist, sondern eine 0 oder eine 1 und repeat. Sie können sich vorstellen, dass Sie das realisieren können mit diesem Prozess, auch ohne, dass ich ihn bis jetzt formal definiert habe. Okay, auf diese Art und Weise werden diese Maschinen arbeiten. Und habe ich sogar ein Bildchen für gehabt. Ja, okay, hier steht's. Können Sie sich nochmal angucken, macht nichts. Jetzt haben wir uns einmal ein Bild gemacht im Kopf davon, wie das Ganze ablaufen wird. Und jetzt werden wir das übersetzen in eine saubere mathematische Formulierung. Also jetzt zunächst mal die Definition der Syntax oder des Aufbaus von Turing-Maschinen. Und der sieht wieder ein bisschen so aus, wie das, was Sie schon von den endlichen Automaten und von den Keller-Automaten kennen. Wir werden uns jetzt fokussieren auf das, was anders ist. Also, eine Turing-Maschine ist auch wieder so ein Tupel, in diesem Fall ist es ein Siebentupel. Das nennen wir die Maschine M, aus Zuständen, endlich viele, aus einem Eingabealphabet, Sigma, das enthält endlich viele Zeichen. Im letzten Beispiel
können Sie sich erinnern, also mit diesem String-Compare-Beispiel, ist das Eingabealphabet 0, 1 und Hash. Dann ein Bandalphabet oder Arbeitsalphabet, Gamma, von dem Sigma eine Teilmenge ist. Und wir zusätzlich noch typischerweise ein neues Symbol dazu definieren, das ist das, die Beschreibung des leeren, eines leeren Eintrags auf dem Band. Also am rechten Ende des Bandes, hinter der Eingabe, stehen einfach ganz viele, unendlich viele Leerzeichen und dafür braucht man ein besonderes Symbol. Und dann brauchen wir eine Übergangsfunktion, über die reden wir gleich, die ist wie immer der operative Teil, der schwerste Teil. Und dann brauchen wir auch wieder so ähnlich wie beim endlichen Automaten einen Startzustand, okay, das wird einfach. Und dann müssen wir über das Ende reden der Rechnung. Und da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Und zwar, wenn Sie mal kurz sich überlegen, was wir bei dem endlichen Automaten gemacht haben, da haben wir gesagt, der verarbeitet seine Eingabe, also das Wort, das ihm gegeben wird. Und wenn das Wort zu Ende ist, dann schauen wir, ob der endliche Automat in einem akzeptierenden oder in einem nicht akzeptierenden Zustand ist. Und dann können wir entscheiden, ob der Automat also dieses Wort akzeptiert oder nicht akzeptiert. Also nach der Verarbeitung der Eingabe wissen wir genau, was rauskommt. Entweder ja oder nein, akzeptierend oder nicht akzeptierend. Bei der Turing-Maschine wird das Ganze sehr viel komplizierter, denn wir möchten ihr ja erlauben, oder wir haben gerade in unserer Konstruktion ihr erlaubt, dass sie auf dem Band Dinge verändert. Dass sie also über die Eingabe hinweg Sachen wegschreibt. Und das kann insbesondere auch bedeuten, dass sie, nachdem sie über das rechte Ende des Bandes, also das, sorry, das rechte Ende der Eingabe auf dem Band hinweggefahren ist, da noch was hinschreibt, um sich irgendwas zu merken, um ihre Rechnung irgendwie fortzuführen. Und das heißt, dass es keinen natürlichen Punkt gibt auf dem Band, auf dem wir nachschauen können, ob jetzt irgendwas zu Ende ist. Ja, wir können nicht das Band anschauen und sagen, da hat sie jetzt alles gemacht, was sie machen möchte. Das kann ja immer sein, dass sie im nächsten Rechenschritt gerne noch was zur Rechten hinschreiben möchte oder sogar zurückfahren möchte und irgendwo da, wo was auf dem Band steht, nochmal was Neues hinzufahren möchte, hinzuschreiben möchte oder was darauf verändern möchte. Und deswegen brauchen wir das Anhalten der Rechnung über Zustände regeln. Wir werden also zwei Zustände definieren, die heißen Q-Accept und Q-Reject. Manchmal werde ich sie auch abkürzen zu QA und QR, weil das dann einfacher ist in den Graphen, die wir malen werden. Und die sind nicht die gleichen, Q-Accept und Q-Reject. Und die bedeuten Folgendes: Sobald die Maschine in einen dieser Zustände übergeht, beendet sie ihre Rechnung. Also dann schaut sie nicht nochmal nach, was auf dem Band ist oder irgendwie, wenn das Band noch was draufstehen hat, dann ist sie noch nicht fertig, so ähnlich wie bei den Kellerautomaten, so mit leerem Keller und so, sondern genau dann bleibt sie stehen. Und wenn sie in den Accept-Zustand übergeht, dann bleibt sie stehen und geht so ein kleines grünes Lichtchen an, sagt Accept. Und wenn sie in den Reject-Zustand übergeht, dann bleibt sie stehen und sie geht ein kleines rotes Lichtchen an und sie sagt Reject. Und wenn sie noch nicht in einem dieser beiden Zustände ist, dann rechnet sie einfach noch, dann ist sie noch am Arbeiten. Und das bedeutet, damit werden wir uns ausgiebig beschäftigen müssen, dass es die Möglichkeit gibt, dass diese Maschinen in Loops übergehen, dass sie also immer weiter rechnen und zu keinem Zeitpunkt einen dieser beiden Zustände erreichen. Und dieses Feature von Turing-Maschinen wird sich als wahnsinnig spannend herausstellen. Okay. In unserer Definition hat die Maschine ein Band, das ein linkes Ende hat und da ist nichts mehr links davon. Wir werden uns nachher noch darüber unterhalten, ob das wirklich wichtig ist oder nicht. Aber wir müssen aufpassen bei unserer Übergangsfunktion, dass die, wenn wir am linken Ende vom Band sind, irgendwie das Richtige macht, nämlich nicht weiter nach links fährt. Wie sieht diese Übergangsfunktion aus? Die ist jetzt so eine mehrwertige Funktion, die also zwei Eingaben und drei Ausgaben liefert. Die Eingaben sind ihr aktueller Zustand und das, was sie gerade über ihrem Schreiblesekopf auf dem Band liest. Das ist also ein Zeichen. Und aus diesem Tupel, aus diesen beiden Eingaben oder beiden Variablen, die sie da liest, entscheidet sie, drei Dinge zu tun, nämlich erstens den Zustand zu ändern, zweitens etwas aufs Band zu schreiben, genau da, wo der Lesekopf gerade steht, und dann den Schreiblesekopf zu verschieben, nach links oder nach rechts. Und
Also das ist quasi eine binäre Ausgabe links, rechts. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Übergangsfunktion so definiert ist, dass wenn sie am linken Ende vom Band ist und dann nochmal links fahren möchte, dass sie einfach nicht fährt, dass sie da gleich bleibt. Okay, das war, jetzt wissen wir, worüber wir reden, über die Objekte. Wir haben aber noch nicht gesagt, wie diese Objekte sich übersetzen in eine tatsächliche Berechnung. Und dazu machen wir jetzt so einen Zweischritt oder eine volle Slide mit Text. Ich weiß, es wird eine Slide voller Text. Manchmal mache ich die Slides übrigens bewusst dicht, damit wir eine Weile über eine Slide reden können. Wenn ich mehrere Slides mit wenig Text mache, dann muss ich schnell hin und her flippen und das ist auch irgendwie nervig. Also, wie rechnet diese Maschine? Dazu definieren wir erstmal, was ihre Konfiguration ist. Eine Konfiguration einer Turing-Maschine ist der, man möchte gerne das Wort Zustand benutzen, aber wir haben ja schon das Wort Zustand benutzt für die Zustände der Maschine. Ja? Also sie ist die Gesamtbeschreibung dessen, was sie in einem, zu einem Zeitpunkt ihrer Rechnung ausmacht. Nämlich die Kombination aus dem Inhalt des Bandes, also alles, was auf dem Band steht, dem ganzen Speicher, nicht nur das, was über dem Schreiblesekopf steht, und dem aktuellen Zustand. Und was wir dazu typischerweise schreiben, ist so eine Notation, UQV, die können Sie sich so vorstellen, wirklich wie ein kleines Bild des Bandes mit dem Lesekopf da reingeschrieben, wo er gerade ist, und in dem Lesekopf reinschreiben wir den Zustand. Also das bedeutet, dass Q der aktuelle Zustand ist, UV ist der Gesamtinhalt des Bandes, so dass U links vom Kopf steht und V rechts vom Kopf, wobei wir dann aufpassen müssen, wo genau der Kopf ist, der muss ja auf einem Zeichen stehen, das heißt, wir sagen, der Kopf steht auf dem ersten Zeichen von V. Ja? Das bedeutet, insbesondere, vielleicht gehen wir gerade mal hier runter, die Startkonfiguration auf der Eingabe W ist Q0W. Das heißt, die Maschine steht hier, hier ist das linke Ende von ihrem Band, da drüben steht W, der Kopf steht hier und die Maschine ist im Zustand Q0. Und jetzt müssen wir darüber sprechen, wie sie ihre Rechnungen macht. Dazu definieren wir das Übergehen von Konfigurationen. Wir sagen, die Konfiguration C1 geht über in die Konfiguration C2, wenn die Turing-Maschine in einem Schritt von C1 nach C2 wechseln kann. Das bedeutet, technisch geschrieben, hätten wir drei Symbole auf dem Band ABC und Worte U und V aus der klinischen Hülle vom Bandalphabet und Zustände QI, QJ, dann gilt Folgendes, wenn die Übergangsfunktion diesen Eintrag hat, also dass wir auf dem Paar QIB nach QJCL abbilden, dann bedeutet das, dass die Maschine aus dem Zustand, wo links vom Kopf UA steht und sie im Zustand QI ist und rechts vom Kopf BV steht, und Sie erinnern sich, rechts vom Kopf heißt, dass der Kopf eigentlich auf dem B steht, dass sie übergeht in die Konfiguration UQJACV. Das heißt, sie ersetzt das B durch das C, sie fährt 1 nach links und steht deswegen jetzt 1 weiter links und geht über in den Zustand QJ. Das ist so ein Punkt, wo ich fragen muss, ist Ihnen das alles klar? Dann können Sie mal kräftig nicken. Oder bin ich zu langsam, bin ich zu schnell, bin ich zu langsam? Frage. Ah, gute Frage. Kann der Kopf nicht auch einfach stehen bleiben? Im Moment nicht. Er muss sich immer bewegen. Kommen wir aber gleich dazu. Ist ein bisschen nervig, ne? Aber kriegen wir gleich geregelt. Okay, gut. Dann kann ich, glaube ich, den Rest ein bisschen schneller machen. Ja? Jetzt gibt es diesen Sonderfall, linkes Bandende. Okay, ja, also wenn die Maschine am linken Bandende ist und möchte nach links fahren, dann fährt sie einfach nicht nach links. Da ist so ein kleiner Anschlag. Die macht einfach und dann muss sie da stehen bleiben. Wenn sie am rechten Bandrand ist, ich nenne es den Bandrand ganz bewusst, weil es gibt ja kein Ende des Bandes, es ist unendlich nach rechts, aber es gibt einen Punkt auf dem Band, an dem das, was momentan auf dem Band steht, endet. Ja, der beschriebene Teil des Bandes endet und danach kommen nur noch Leerzeichen. Und es wird in jeder Konfiguration der Maschine immer so sein, dass es irgendwo ein Ende gibt des beschriebenen Teils. Denn die Maschine macht ja endlich viele Schritte, bis wir über sie nachdenken können. Ja, über jede Konfiguration, die wir nachdenken können, entstammt endlich vielen Schritten vor ihr.
Wenn das passiert, dann brauchen wir da so ein Sondersystem, was sie dann macht, wenn da halt leeres Band ist, ne, dass sie dann darüber fährt. Und das Gleiche machen wir für rechts. Ich glaube, das brauche ich nicht nochmal wiederholen, das können Sie sich wahrscheinlich einfach so angucken. Weil Sie gerade alles so schön genickt haben, kann ich damit schnell weitermachen. Okay, das ist die Definition der Berechnung der Maschine. Und jetzt habe ich noch gesagt, wir müssen aufpassen mit Akzeptieren und Verwerfen. Das steht hier unten. Eine Konfiguration, in welcher der Zustand Q-Accept ist, heißt eine akzeptierende Konfiguration. Und eine Konfiguration mit dem Zustand Q-Reject heißt eine verwerfende Konfiguration. Also, wenn die Maschine übergeht in den Zustand Q-Accept, dann akzeptiert sie die Rechnung und bleibt stehen. Und wenn sie übergeht in Q-Reject, dann verwirft sie die Konfiguration und bleibt stehen. Und dieses Stehenbleiben, das nennen wir eine haltende Konfiguration. Anhalten. Und Sie haben bestimmt alle schon mal das Wort Halting-Problem gehört. Über das werden wir uns in 2 Wochen unterhalten. Und Sie ahnen schon, da kommt es irgendwo auf uns zu. Okay, so, jetzt haben wir aufgeschrieben, was die Maschine macht, wie sie sauber mathematisch. Und jetzt können wir zurückkehren zu unserem Beispiel mit String Compare, ja, und sagen, okay, wir haben uns also ein bisschen so eine vage Idee gemacht davon, wie so eine Maschine da hier so durchgeht und 2 Strings vergleicht, ob sie identisch sind. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das wirklich sauber definieren können mit dieser Übergangsfunktion. Und das machen wir mit einem Zustandsdiagramm. Und dieses Zustandsdiagramm für diese String-Compare-Maschine sieht so aus. Ja. So was Einfaches, und da steht's. Das ist noch eins der kompliziertesten Zustandsdiagramme, die ich malen werde, weil Sie sehen schon, das wird ganz schnell sehr kompliziert. Und es ist auch eigentlich kein Wunder, denn was wir hier machen, ist so eine Art Maschinencode schreiben. Ja, Sie schreiben auch alle wahrscheinlich ungern in Assembly Ihre Computerprogramme. Das heißt, wir müssen uns relativ schnell Abstraktionen überlegen. Aber jetzt für diese Vorlesung machen wir es nochmal in Ruhe und überlegen uns genau, wie die Maschine arbeitet. Also, es geht darum, eine Maschine zu bauen, eine Turing-Maschine, die diese Sprache erkennt. Die also auf Eingaben von einem langen Wort testet, ob das Wort von dieser Form ist. Das heißt, ob es aus 2 Teilen besteht, getrennt durch ein Hash-Symbol, wo ja die beiden Teile aus Nullen und Einsen bestehen. Und so der vordere Teil und der hintere Teil identisch sind. In C++ heißt diese Funktion String Compare. So, und wie machen wir das? So, wir malen diese, hier die Maschine auf. Wie Sie sehen, hat sie 10 Zustände von Q1 bis Q8 und dann den akzeptierenden und den rejecting Zustand. Ich male jetzt den akzeptierenden grün, den rejecting rot, weil das mit dem doppelten Kreis jetzt nicht mehr so gut funktioniert für akzeptierend. Und dann schreibe ich immer auf die Pfeile, die solche Ausdrücke, die bedeuten, dass die Maschine, wenn sie im Zustand Q1 ist und eine 0 liest auf dem Band über dem Leseschreibkopf, dass sie dann auf das Band ein X schreibt an dieser Stelle und nach rechts den Kopf verschiebt. Ja? Macht das Sinn? Ja, kräftiges Nicken. Okay, und jetzt, okay. Frage an Sie, hat jemand von schon überblickt, wie diese Maschine funktioniert? Sehen Sie die Struktur in diesem Diagramm? Sie wissen ja jetzt, was sie macht, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Wo ist hier was? Bitte schön. Genau. Also, wir erinnern uns, der Prozess, den die Maschine macht, ist, sie guckt am Anfang, an dem linken Ende dessen, was sie noch nicht abgearbeitet hat, ob sie da eine 0 oder eine 1 liest. Und dann geht sie über in so einen Arm der Berechnung, der heißt, entweder ich habe eine 0 gelesen oder ich habe eine 1 gelesen. Und die sehen Sie hier und hier. Das hier ist der Arm für ich habe eine 0 gelesen und das hier ist der Arm für ich habe eine 1 gelesen. Und das macht sie, bis sie an den Punkt kommt, wo ein Hash auf dem Band steht, also wo sie sagt, ah, jetzt bin ich am zweiten Teil. Bis sie den Hash, nämlich am zweiten Teil, dann fährt sie durch die X'e durch, guckt, ob sie das richtige Symbol wieder findet. Wenn es das falsche ist, dann rejected sie. Wenn sie das richtige ist, dann fährt sie wieder zurück. Das hier ist der Carriage Return Arm, bis zurück ans Ende. Und dann fängt sie wieder von vorne an mit diesem Prozess, bis sie irgendwann am Hash angekommen ist, das in der Mitte ist zwischen den beiden. Und dann hat sie alle ausgestrichen, fährt weiter, wenn danach nichts mehr kommt und sie bis zum Ende durchfahren kann des zweiten Wortes und dann zu keinem Zeitpunkt noch wieder ein Symbol sieht, dann wird akzeptiert.
War das zu schnell? Nee? Okay, also, das ist die Art von Bild, die Sie als Antwort auf eine Frage auf dem Übungsblatt oder auf, in der Klausur vielleicht malen müssen, wenn Ihnen so eine Frage gestellt wird, formal nach der Turing-Maschine, die so eine Rechnung durchführt. Und das sehen Sie jetzt, also erstens zeige ich Ihnen hiermit, ne, so geht's. Und ich hoffe, dass Sie sich mit mir einig sind, dass das eine sehr präzise Beschreibung des Ganzen ist. Sie ist eindeutig. Das ist übrigens eine deterministische Rechnung. Ja, hier ist noch nichts mit Nichtdeterminismus. In jedem Zustand ist genau klar, was passiert. Eine Frage. Wird hier wieder implizit Übergänge zu dem Rejecting-Zustand verwendet? Oder also von U8 zum Beispiel, wenn Sie Symbol dieses Nichts, das Ende ist? Ja, also richtiger Punkt. Auch hier nehme ich wieder an, weil es eine deterministische Maschine ist, können wir uns wieder diesen Luxus erlauben zu sagen, wenn die Maschine durch eine Konfiguration geht, die nicht definiert ist durch dieses Diagramm, dann gehen wir davon aus, dass die so eine Art Shortcut hat zu reject. Das andere, was Sie vielleicht auch sehen, weil ich so schnell gemacht habe, gar nicht so richtig mitbekommen haben, ist, in dieser Notation schreibe ich nicht immer hinter diesem Pfeil direkt zwei Symbole. Also hier oben steht, wenn du eine Null liest, dann schreibe x und fahre rechts. Und manchmal habe ich aber auch solche Symbole oder solche. Damit meine ich, wenn du dieses Symbol liest, dann schreibe nichts, lass das Band, wie es ist, sondern fahre nur nach rechts oder so. Das andere, was Ihnen vielleicht auch klar ist, ist, dass diese Art von Notation sehr schnell sehr komplex wird. Wir machen jetzt noch ein paar Beispiele, aber natürlich werden wir relativ bald dazu übergehen müssen, das Ganze etwas abstrakter zu machen. Denn sonst kommen wir nicht weiter. Ja, wenn wir dann schwere Aufgaben stellen wollen, dann können wir nicht mehr solche Diagramme malen. Und die Kunst wird jetzt also daraus bestehen, uns einig zu werden darüber, wie vage wir sein dürfen in dieser Konstruktion, sodass wir einerseits die Geschwindigkeit haben, ne, auch schwere Fragen zu beantworten, aber andererseits nicht aus Versehen Sachen machen, die einfach nicht möglich sind mit Turing-Maschinen. Und dazu werden wir heute auch noch in der zweiten Hälfte der Vorlesung ein paar Beispiele machen, um hoffentlich genau diese subtilen Aspekte ein bisschen zu merken. Oder ein Beispiel insbesondere. So, jetzt habe ich eigentlich noch gar nicht genau gesagt, was eigentlich eine Berechnung ist. Es ist einfach nur das Beispiel hingeschrieben, aber ich glaube, jetzt ist es klar. Ne? Also eine Berechnung einer Turing-Maschine auf einem Wort W ist eine Folge von solchen Konfigurationen, also eine Folge von, naja, der Gesamtkonfiguration der Maschine, man möchte immer Zustand sagen, aber es ist ja kein Zustand, so dass erstens die Berechnung beginnt auf der Initialkonfiguration, also der Schreiblesekopf ist am linken Ende und rechts steht das Wort und sie in jedem Schritt der Sequenz übergeht, nach Definition von dem Wort übergehen, zwischen Konfiguration i und i plus 1. Wir nennen so eine Folge von Konfigurationen akzeptierend, wenn sie endet auf einer akzeptierenden Konfiguration. Wir nennen die Berechnung akzeptierend, wenn sie endet auf einer akzeptierenden Konfiguration. Sie erinnern sich, akzeptierende Konfiguration heißt, der Zustand in dieser Konfiguration ist Q-accept. Und wir nennen sie verwerfend, wenn sie auf einem verwerfenden Zustand endet. Und wenn es zu keinem Zeitpunkt dieser Folge dazu kommt, dass die Maschine übergeht in den akzeptierenden oder den verwerfenden Zustand, dann nennen wir sie eine nicht haltende Berechnung. Wir werden oft dieses nicht haltend als so das Dritte, einfach das, was halt nicht durch die anderen beiden abgedeckt ist, definieren. Und mit dieser Berechnung einer Maschine können wir jetzt anfangen über Sprachen oder auf einer Eingabe können wir jetzt über die Sprache einer Maschine sprechen. Genauso wie bei den endlichen Automaten und bei den Kellerautomaten. Die Menge aller Worte aus der klinischen Hülle des Alphabets, auf der die Maschine akzeptiert, nennen wir die von der Maschine erkannte Sprache. Ich schreibe L von M für Language of Machine. Das ist die Menge aller dieser Worte, die von der Maschine akzeptiert wird. Und weil die Maschine jetzt diese neue Herausforderung hat oder die neue Feature hat, dass sie akzeptieren, verwerfen oder weder akzeptieren noch verwerfen kann, müssen wir jetzt etwas präziser sein in der Definition von Sprache oder
der Eigenschaft von Sprache. Wir werden nämlich sagen, dass wir eine Sprache erkennbar nennen, Turing erkennbar, also durch eine Turing-Maschine erkennbar nennen. Da gibt es auch noch andere Worte dafür, über die wir uns, deren Sinn sich später erschließen wird in der Vorlesung. Ich erwähne sie aber jetzt schon mal, damit Sie wissen, dass die alle noch auftauchen werden. Wir nennen solche Sprachen auch rekursiv aufzählbar oder semi-entscheidbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, welche sie erkennt. Und erkennen heißt, dass alle, was hier oben steht, ne, dass alle Worte, die in der Sprache sind, die Eigenschaft haben, dass die Maschine auf ihnen übergeht in einen akzeptierenden Zustand. Und das heißt insbesondere nur, dass für alle Worte, die nicht in der Sprache sind, die Maschine nicht akzeptiert. Und nicht akzeptieren kann ja eins von zwei Dingen sein. Sie kann entweder verwerfen oder sie kann einfach weiterrechnen für immer. In eine unendliche Sequenz von Berechnungsschritten übergehen. Die noch nicht mal notwendigerweise irgendeine Schleife haben muss, die sich wiederholt. Die kann einfach unendlich kompliziert immer weiter juckeln. Und analog dazu können wir ein in gewisser Weise stärkeres oder präziseres, rigideren Anspruch an die Maschine stellen, nämlich dass wir möchten, dass sie die klinische Hülle, was sie sauber aufteilt in genau zwei Teile, auf denen sie entweder anhält, den sie jedes Mal anhält, also entweder akzeptiert oder verwirft. Solche Mengen von Worten nennen wir entscheidbar, beziehungsweise genau genommen, oder nochmal anders formuliert, die Menge aller Worte, auf denen die Maschine hält, nennen wir die von der Maschine entschiedene Sprache. Also das ist die Menge aus der Kleinmenge aus der klinischen Hülle, auf der sie entweder akzeptiert oder verwirft. Und dann nennen wir eine Sprache entscheidbar, nicht erkennbar, sondern entscheidbar, auch rekursiv oder der Länge nach aufzählbar, wenn es eine Turing-Maschine gibt, welche sie entscheidet. Das heißt, dass sie auf jedem Wort in der Sprache akzeptiert und auf jedem Wort, das nicht in der Sprache ist, verwirft. Und so eine Maschine nennen wir einen Entscheider. Sie können sich das vielleicht als Eselsbrücke merken, Sie kennen den Begriff, ich erkenne es, wenn ich sehe. Ja, das ist so, das sagt man über Dinge, die man zwar nicht so richtig beschreiben kann, aber wenn man sie vor sich sieht, dann weiß man, was man vor sich hat. Erkennen ist was Schwächeres als entscheiden. Sich entscheiden zu können, ist ein Zustand, in dem man genau weiß, was man tut. Man macht entweder das eine oder das andere. Und zu erkennen muss man manchmal einfach warten, bis man erkannt hat, und man weiß nicht so richtig, wie lange man warten muss, bis man erkannt hat. Genau das ist das Problem bei erkennbaren Sprachen im Gegensatz zu entscheidbaren Sprachen. Ein Entscheider ist eine präzisere Maschine, eine, bei der wir uns darauf verlassen können, dass sie immer anhält und dann entweder verwirft oder akzeptiert. Fragen dazu? Das ist jetzt der Punkt in der Vorlesung, wo wir diese ganz fundamentalen Sachen definieren. Danach geht es dann auch, nimmt das Tempo wieder zu. Aber jetzt ist es richtig wichtig, dass wir die genau verstanden haben, weil sonst wird danach alles total wild. Okay, dann haben wir noch ein Beispiel. Hier ist noch eine Sprache, die wir mit einer Turing-Maschine, schauen wir mal, erkennen oder entscheiden möchten. Und es ist folgende Sprache, da muss ich ein bisschen auf die Notation eingehen. Ich beziehe mich auf die Sprache, die aus Sequenzen von Nullen besteht. Also das Alphabet hat nur ein Symbol, Null. Also Sigma hat nur ein Symbol. Welche von einer Länge sind, die durch 2 teilbar ist. Wobei 2 hoch 0, also 1, auch zu dieser Sequenz gehört. Also das hier ist die Kombination von 2 verschiedenen Notationen von hoch, ja? Also 2 hoch n ist zu verstehen im arithmetischen Sinn von der Potenz und 0 hoch irgendwas ist zu verstehen in dem Sinne unserer Notation von Wörtern, ja? Also die Konkatenation von dem Symbol 0 für 2 hoch n mal. Warum ist diese Sprache interessant? Naja, die sagt uns im Prinzip, dass, wenn wir sie erkennen können, dass diese Maschine dividieren kann durch 2. Ja? Also wenn man dividieren kann, das ist ja irgendwie schon mal gut. Wir nennen die Dinger ja auch Rechner, Computer,
Also sollten Sie sowas wie dividieren können. Ja, und das hier ist die elementare Form von dividieren. Wie würden Sie so eine Turing-Maschine bauen, die dividieren kann? Durch zwei. Die also testen kann, ob ein String eine Länge hat, die, wenn man sie durch zwei teilt, ein ganzzahliges Ergebnis liefert. Wenn man sie oft genug durch zwei teilt, Entschuldigung. Die Tatsache, dass Sie darüber nachdenken müssen, zeigt, dass das nicht so ganz so super trivial ist, aber wenn Sie dann die Antwort sehen, wird es Ihnen klar werden, ja? Also wir können trotzdem Spalte rechts von unserer Eingabe machen, ja. Quasi immer einen, also mehr oder weniger numerisch binär zielt und dann mit Chips durchführen und schauen, ob es am Ende entsprechend ist. Sie würden, okay, Ihr Vorschlag ist, dass wir ans Ende der Eingabe, also auf den Teil des Bandes, der noch nicht beschrieben ist, so eine Art Zähler schreiben, der immer inkrementiert wird, wenn wir durch das Band einmal durchlaufen. Das könnten wir realisieren mit der Maschine, dann müssen wir uns aber überlegen, wie wir am Ende mit dieser Eingabe, die da hinten steht, wie wir die testen, ob sie durch zwei teilbar ist. Und ich glaube, das geht sogar. Es geht aber noch eins einfacher. Das ist dann, lässt quasi diesen Schritt aus, da hinten was dran zu schreiben. Das ist aber, glaube ich, eine gute Idee. Ja? Rechte, ja, Rand oder so. Genau, also Ihre Idee ist quasi, ist genau der richtige operative Teilschritt, noch nicht die ganze Antwort, aber der operative Teilschritt, nämlich wie wir rauskriegen, ob die aktuelle Länge oder die Länge des Strings durch zwei teilbar ist. Wir möchten ja aber genau genommen nicht checken, ob sie durch zwei teilbar ist, sondern ob sie durch eine Potenz von zwei teilbar ist, aber dazu können wir genau diesen Schritt benutzen. Wir fangen nämlich, die Idee ist, dass wir einfach mehrfach durch diesen String durchgehen und jedes Mal jede zweite Null rausstreichen. Ja? Das heißt, da haben wir nach dem ersten Mal, wo wir das gemacht haben, haben wir die Zahl der Nullen halbiert und danach beim nächsten Mal haben wir diese halbe Zahl wieder halbiert, also haben sie durch 4 geteilt und danach wieder halbiert, also durch 8 geteilt und so weiter. Und wenn das geht, sodass wir zu keinem Zeitpunkt aus diesen Zweierrhythmus rausfallen, dann haben wir gewonnen. Ja? Und das machen wir folgendermaßen. Wir fangen am linken Ende an. Wir streichen jede zweite Null durch. Also wir fangen an, mit der ersten Null wird durchgestrichen, dann kommt eine Null, über die gehen wir drüber, kommt wieder eine Null, durchgestrichen, kommt wieder eine Null, gehen wir drüber, wieder eine Null, durchgestrichen, kommt wieder eine Null und so weiter, bis wir am Rand angekommen sind der Eingabe. Dann machen wir Carriage Return. Und fangen wieder an, von links, jede zweite Null. Also solange wir Xer sehen, die wir schon durchgestrichen haben, gehen wir einfach weiter, bis wir wieder Null sehen. Und dann gehen wir wieder in diesen Rhythmus über, alle zwei. So sieht das zugehörige Zustandsdiagramm aus. Die Maschine fängt an in diesem Startzustand. Wenn sie direkt sieht, da steht nichts auf dem Band, der String hat Länge 0, dann ist, ja, 0 ist vielleicht nicht durch 2 teilbar, nach unserer Definition, denn wir haben ja geschrieben, es muss 0 hoch 2 hoch n sein, das heißt, das kleinste n, was wir haben, ist eine 0, 2 hoch 0 ist 1, also müsste es einmal dastehen. Wenn es keinmal dasteht, ist mit Sicherheit falsch, also reject. Wenn da eine 0 steht, dann streichen wir sie aus und gehen in diesen Zustand über und dann gibt es hier diese Sequenzen von entweder, wir sind in diesem Zustand und da rechts davon steht nichts mehr, dann akzeptieren wir, denn die Länge 1 von dem String ist ja auch richtig. Also ein String von Länge 1 ist nach dieser Definition auch eine Potenz von 2 teilbar, nämlich die nullte Potenz. Wenn da noch mehr Nuller kommen, dann streichen wir jetzt diese Null aus. Übrigens, die erste Null wird durch ein Leerzeichen ersetzt. Das ist wichtig, damit wir das linke Bandende richtig sehen können. Danach werden die Nuller durch X ersetzt. Und dann ist hier dieser Teil, den Sie gerade beschrieben haben, dieser Zweierschritt. Den kennen Sie auch aus endlichen Automaten, wo wir immer hin und her hüpfen und immer sagen, jede zweite Null wird rausgestrichen, bis wir am Ende sind. Und wenn wir am Ende sind, dann machen wir hier so eine Carriage Return, das ist dieser Block hier, und dann geht das Ganze wieder von vorne los.
Und wenn wir zwischendurch irgendwann hier unten sind, also eine ungerade Zahl von Nullen bisher rausgestrichen haben, aber jetzt nichts mehr finden zum Rausstreichen, dann müssen wir, also am Ende sind, dann müssen wir verwerfen. Und wenn wir am richtigen Zeitpunkt, also nach einer geraden Anzahl von Nullen rausgestrichen, am Ende sind des Bandes, dann ist alles gut, wird akzeptiert. Noch ein Beispiel, und dann mache ich Pause. Machen wir vielleicht ein bisschen schneller, schreibe ich Ihnen die Lösung schon hin, weiß nicht, ob ich das hätte machen sollen. Die Dinger können auch elementare Arithmetik multiplizieren, wenn Sie so wollen. Also wir könnten uns so eine Sprache definieren, a hoch i, b hoch j, c hoch k, also sind drei Symbole a, b, c. Und wir möchten die so haben, dass es davon i a's gibt und j b's und danach eine Sequenz an c's folgt, die genau gerade das Produkt von i und j ist. Also dass die Länge von dieser Sequenz an c's gleich i mal j ist. Und Sie sehen jetzt hier vielleicht auch so im Vorbeigehen, das ist so ein bisschen, das fühlt sich immer so ein bisschen länglich an, das so aufzuschreiben. Warum schreiben wir da nicht einfach, dass eine Zahl, dann noch eine andere Zahl und eine dritte Zahl ist gleich a, gleich die erste mal die zweite. Das Problem ist, um das so zu realisieren, müssten wir ein Alphabet benutzen, das nicht binär ist, sondern irgendwas Komplizierteres. Und dann wird die Turing-Maschine dazu sehr kompliziert, weil wir dann mit sehr viel kompliziertere Übergangsfunktionen schreiben müssen. Deswegen ist es einfacher, solche sehr kompakten Alphabete zu benutzen mit nur drei Symbolen und dann über die Länge der Strings zu gehen. Wir können natürlich auch fragen, ob wir da irgendwie in einem Binäralphabet irgendwas kodieren können. Dazu kommen wir noch später. So, auch hier können wir so etwas ganz Ähnliches machen. Wir initialisieren die Maschine und sind zunächst am linken Ende. Rechts von uns steht dieser lange String. Ich mache es immer noch falsch, ne? Hier ist doch rechts für Sie. Warum sagt denn keiner was? Die ganze Zeit. Schwierig. Okay, ich stehe hier, rechts von uns, mein links, steht das ganze Band. Und jetzt machen wir zunächst mal einen Test, ob dieser String überhaupt aus einer beliebigen Kombination von A, Bs und Cs besteht. Dass das geht, sollte Ihnen relativ schnell klar sein. Ja, das können wir jetzt tatsächlich realisieren. Das ist schon mal was, was gar nicht so einfach ist für die vorherigen Maschinen, mit denen wir gearbeitet haben, aber für die Turing-Maschinen überhaupt kein Problem. Die geht einfach über in einen Zustand und weil sie halt auf ihrem Speicher hin und her fahren kann, kann sie einfach einmal das Band abfahren und checken, ob, wenn sie A's sieht, danach nie wieder A's, also nach dem ersten B nie wieder A's kommen und nach dem ersten C nie wieder A's oder B's kommen. Wenn sie das gemacht hat, kommt sie wieder zurück. Jetzt weiß sie, dass ihre Eingabe wohl geformt ist. Jetzt ist sie wieder am Anschlag, hier drüben, am Ende. Und jetzt fängt sie an und macht das, was man so in der Grundschule lernt mit Multiplizieren, ne, in der zweiten Klasse. Sie streicht das erste A raus, dann fährt sie zu den Bs und dann macht sie für jedes der Bs, streicht sie ein C raus. Fährt also durch die Bs durch und macht, ne, für jedes B ein C rausstreichen. Dann fährt sie zurück, fügt all die Bs wieder ein, macht sie alle wieder auf Startzustand, fährt zurück und streicht das zweite A durch. Dann geht sie wieder hin, streicht wieder für jedes B ein C durch und so weiter und so weiter. Und wenn das aufgeht, wenn dieser Prozess funktioniert, dann ist alles gut, können wir akzeptieren. Und wenn der Prozess nicht aufgeht, dann stimmt es nicht, dann ist die Länge der Cs entweder kürzer oder länger als die Länge der Bs mal die Länge der As und dann muss die Maschine verwerfen. Ist das einsichtig? Waren das genug Beispiele für den Moment? Einfach nur dafür, wie diese Dinge arbeiten? Gibt es einige Menschen, die nicken? Super, dann würde ich sagen, machen wir jetzt die schon angekündigten 9 Minuten Pause. Jetzt haben wir also gesehen, wie diese Maschinen funktionieren. Jetzt bewegen wir uns mal einen Schritt weg davon, was die da so berechnen. Und ist so sehr konkret, ob sie dividieren können, ob sie multiplizieren können und fangen an, uns ein paar allgemeinere Fragen zu stellen darüber, was diese Maschinen eigentlich so können. Die erste Frage, die ich beantworten möchte, ist, oder die ist eigentlich gar keine Frage, sondern eher so eine schnelle Bestätigung, ist Ihnen wahrscheinlich allen schon klar, aber nur zur Sicherheit. Die endlichen Automaten, die wir bisher, also die wir in den allerersten paar Vorlesungen betrachtet haben, in den ersten 5 Vorlesungen, sind eine Teilmenge der Turing-Maschinen, sind ein Spezialfall von Turing-Maschinen. Ist kein Wunder, wir wissen ja, die endlichen Automaten sind reguläre Ausdrücke, Sie können reguläre Ausdrücke auf Ihren Computern berechnen. Ich habe Ihnen schon so oft genug jetzt quasi die Idee vermittelt, dass das, was da vor Ihnen steht, auch eine Turing-Maschine ist. Also, oder eigentlich ist es noch nicht mal eine, ist ein bisschen schwächer als eine, weil nämlich das Band ein rechtes Ende hat, aber naja.
Also insbesondere sind reguläre Ausdrücke, also endliche Automaten, auch berechenbar auf Turing-Maschinen. Sie sind ein Spezialfall davon. Nur um das einmal kurz ganz sauber zu machen, sie sind genau der Spezialfall, also hier ist eine endliche Automat. Sie erinnern sich, die haben Zustände, ein Eingabealphabet, Übergangsfunktion, Startzustand, mehrere akzeptierende Zustände. Wir können diese genau kongruent machen zu der Turing-Maschine, also zu einer Maschine mit Zuständen, Eingabealphabet, Bandalphabet, Übergangsfunktion, Startzustand und zwei besonderen Zuständen, die akzeptierend und rejecting heißen, indem wir folgende Ersetzungen machen. Wir bauen das Bandalphabet so, dass es genau die Vereinigung von dem Eingabealphabet des endlichen Automaten und den nicht besetzten Zellen sind. Und jetzt macht eine Turing-Maschine, die ein endlicher Automat ist, macht kurz gesagt genau zwei Einschränkungen. Sie verändert nämlich den Bandinhalt nie und sie fährt immer nur nach rechts. Also sie fängt, jetzt bin ich hoffentlich richtig mit links und rechts, hier an und dann tut sie zu jedem Zeitpunkt nur lesen, Zustand ändern, lesen, Zustand ändern, lesen, Zustand ändern. Und sie fährt nie wieder in diese Richtung, sondern geht immer nur weiter durch. Irgendwann kommt sie an dem Ende an, wo daneben ein Leerzeichen steht. Und wenn das passiert, dann weiß sie, dass sie ihre Eingabe jetzt verarbeitet hat. Und wenn sie dann in einem Zustand ist, der beim endlichen Automaten zu den akzeptierenden Zuständen gehört, dann geht sie über in den Accept-Zustand und falls nicht, geht sie in den Reject-Zustand über. Und damit ist auch klar, bei den endlichen Automaten existiert dieses Problem mit dem Halten nicht. Endliche Automaten bleiben immer stehen, wenn sie ihre Eingabe verarbeitet haben und sie sind deswegen Entscheider und alle regulären Sprachen sind entscheidbar. Okay, gut, das war wahrscheinlich relativ klar. Aber Sie haben auch das Diagramm von Chomsky noch im Kopf, ne? Die Typ-3-Sprachen sind da ganz innen drin und wir werden feststellen, dass die Turing-Maschinen zu den Typ-0-Sprachen gehören, also ganz außenrum gehören. Jetzt kommen wir zu dem Teil, zu dem einfacheren Teil der Allgemeinheit von Turing-Maschinen. Man kann ja quasi zwei Fragen stellen über Turing-Maschinen im Kontext von, was können eigentlich Computer? Also machen wir nochmal kurz einen Schritt zurück und denken über diese mentale Reise nach, auf der wir alle gemeinsam unterwegs sind. Wir möchten verstehen, was Computer können. Dazu haben wir uns diese mentalen Werkzeuge gebaut, diese Fantasievorstellung eines Computers, die wir jetzt Turing-Maschine nennen. Also diese kleine Maschine mit den Zuständen und dem Band, auf dem sie schreiben kann. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, ob das eigentlich eine sinnvolle Beschreibung eines Computers ist. Ob die also dem nahe kommt, was Sie da vor sich stehen haben. Und da kann man, ich würde sagen, so zwei Typen von Fragen stellen. Die eine ist, wir könnten sagen, okay, das mit diese Turing-Maschine-Idee, so Band und Speicher und Zustand, finde ich irgendwie ganz gut. Aber ich habe lauter technische Fragen über diese Aspekte, die Detailaspekte dieser Definition. Zum Beispiel haben Sie mich schon gefragt, kann denn auch die Maschine auch mal stehen bleiben auf dem Band? Muss sie immer nach links und rechts fahren? Oder was ist, wenn das Band nach zwei Richtungen offen ist, nach links und nach rechts? Oder ist es wichtig, dass sie nur ein Band hat? Was wäre denn, wenn sie zwei oder drei oder vier Bände hätte? Wäre das dann vielleicht besser? Manchmal ist ja Parallelismus irgendwie was Gutes, ne? Mehr Speicher oder so. Kannst du irgendwie mehr speichern? Was ist mit Nichtdeterminismus? Das hat man ja bei den endlichen Automaten irgendwie. Man muss auch darüber nachdenken und so. Das machen wir jetzt. Das andere, was man sich fragen kann, ist quasi eine viel größere Frage außenrum, nämlich, ist diese Idee mit Zustand und Sprache und Band irgendwie überhaupt sinnvoll oder gibt es irgendwie viel mächtigere Computer? Gibt es da draußen in der Welt noch irgendwas, was noch zu entdecken ist, was wir einfach alle noch nicht haben? Ja, diese komischen Kisten da, das ist ja eigentlich nur ganz lame. Vielleicht müssen wir irgendwas mit Bakterien machen oder mit Quanten oder so. Ja? Gibt es ja Teile der Informatik, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Und diese Fragen kann man auch interessanterweise in bestimmter Art und Weise beantworten, aber nicht heute. Das werden wir in ein paar Tagen machen, nach dem Pfingstferien. Heute also erstmal die technischen Details. Ja? Das Erste, was wir machen werden, ist erstmal definieren, was wir meinen mit gleichwertig, nämlich Äquivalenz definieren. Also, wir werden zwei Maschinen, Turing-Maschinen, M1, M2, äquivalent nennen, wenn sie die gleiche Sprache akzeptieren. Ja, akzeptieren heißt, wenn das Wort in der Sprache ist, dann wird es akzeptiert und dann wird es auch von der anderen Maschine akzeptiert. Und wenn das Wort nicht in der Sprache ist, dann wird es nicht akzeptiert. Nicht akzeptieren heißt entweder verwerfen oder für immer weiterrechnen, nicht stehen bleiben. Und das Gleiche gilt dann auch für die zweite Maschine. Und das bedeutet insbesondere,
zwei Maschinen sind auch dann äquivalent, wenn die eine auf einem Satz an Worten immer akzeptiert und auf dem anderen Satz an Worten immer verwirft und die andere auf dem einen Satz an Worten immer akzeptiert, im gleichen Satz, und auf dem anderen Satz irgendwas anderes macht. Zum Beispiel immer weiterläuft oder auf manchen davon weiterläuft und auf manchen davon anhält. Das ist also eine etwas kompliziertere Definition wie bei den endlichen Automaten, die auch wieder, wo uns dieses Feature von Turing-Maschinen, dass sie eben nicht immer anhalten, so ein bisschen in den Nacken fällt. So, und jetzt mit dieser Definition von Äquivalenz können wir jetzt zeigen, dass alle möglichen Arten von technischen leichten Erweiterungen von Turing-Maschinen äquivalent sind zu dem, was wir gerade gesehen haben. Also diese sehr, sehr einfache Maschine mit Zustand und Band, das ein Ende hat und dann unendlich in die andere Richtung ist, die kann alles, was wir brauchen. Sonst hätte ich sie ja auch nicht eingeführt. Gehen wir mal schnell durch. Also die erste Frage, die Sie gestellt haben, war, was ist denn mit einer, kann die Maschine denn auch einfach stehen bleiben auf dem Band? Ist das nicht ein bisschen blöd, dass sie bei jedem Arbeitsschritt nach links oder rechts fahren muss? Das ist doch irgendwie nervig. Ja? Können Sie sich das so ein bisschen vorstellen wie so alte elektrische Schreibmaschinen? Sie haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwo eine Schreibmaschine gesehen, im Museum oder so. Ich bin alt genug, dass ich tatsächlich noch aufgewachsen bin mit Schreibmaschinen. Bei uns gab es die noch in der Schule, da gab es so Schreibmaschinenkurse. Und elektrische Schreibmaschinen waren so, dass wenn Sie die Taste gedrückt haben, dann hat die Maschine Buchstabe geschrieben und den Kopf bewegt oder das Papier bewegt, genau genommen, die Walze. Ja. Und dann gab es eine Taste für zurück. Ja, dann ist sie zurückgefahren. Das war also die Links- und die Rechtstaste. Aber immer, wenn man die Taste gedrückt hat, hat sie sich bewegt. Nach links oder nach rechts. Wenn man aber irgendwie jetzt mehrere Symbole auf einmal schreiben möchte, dann will man das manchmal aushebeln. Und da gab es tatsächlich auch einen Knopf dafür, eine Feststelltaste, also nicht die Feststell für Großbuchstaben, sondern die quasi das Weiterschieben verhindert hat. Und die hat ziemlich genau das gemacht, hat man tatsächlich gehört bei elektrischen Maschinen, da haben die so gemacht, kurz gezuckt und dann doch wieder aufgehört, was diese Maschine auch macht. Nämlich, wir bauen eine neue Turing-Maschine, eine, die auch noch die Möglichkeit hat, stehen zu bleiben, die also eine andere Übergangsfunktion hat, die Optionen links, nein, für Sie, links, rechts und stehen bleiben hat. Und das realisieren wir, indem wir die Original-Turing-Maschine nehmen, die nur die Optionen links und rechts hat, und wir geben ihr neue Zustände, das sind die Zwischenzustände, die heißen, bitte nicht nach links oder rechts fahren. Und die bestehen für jeden Zustand, die Originalmaschine hat, fügen wir so einen Stoppzustand hinzu. Und das ist immer noch erlaubt, ne? Weil das gemeinsam ist immer noch eine endliche Menge. Wenn wir vorher hier eine endliche Menge hatten, dann haben wir nachher einen Zustandsraum, der doppelt so groß ist. Zweimal eine endliche Zahl ist immer noch eine endliche Zahl. Also ist alles gut. Und wir definieren eine neue Übergangsfunktion, die ist, wenn wir um diese Maschine, die also nach links, nach rechts oder stoppen kann, abzubilden auf eine Maschine, die nach links oder rechts fahren muss, wenn die Originalmaschine nach links oder rechts fährt, dann ist alles gut, machen wir genauso wie vorher. Und wenn die Originalmaschine einen Stopp hat, wenn sie also stehen bleibt, dann macht unsere Realisierung dieser stoppbaren Turing-Maschine so einen kleinen Zwischenschritt. Sie geht nämlich, wenn sie stoppen soll, dann geht sie einmal kurz nach links und dann gleich wieder einmal kurz nach rechts und dann gleich wieder nach links. Und mehr macht sie nicht. Und sie schreibt nicht auf dem Band. Okay? Gut, damit sollte klar sein, dass wenn Sie gerne eine Maschine hätten, die stoppen kann auf dem Band, dann können Sie die benutzen und Sie werden dadurch in keiner Weise mächtiger als die Maschine, die ich beschrieben habe, die immer nach links oder rechts fahren muss. Das heißt, einerseits, wir brauchen für theoretische Analyse mit diesem Spezialfall hier nicht umzugehen. Umgekehrt können wir auch, wenn wir das gerne hätten, um irgendwas zu beschreiben, wenn wir so einen abstrakten Algorithmus auf der Turing-Maschine beschreiben wollen, dann dürfen wir davon ausgehen, dass sie sich nicht bewegen muss auf dem Band. Okay? Frage? Das hätte ich vielleicht noch aufwendiger schreiben müssen. Ne? Also es ist halt beliebig, was auf dem Band steht
das soll vielleicht nicht einen Stern machen sollen. Egal, was auf dem Band steht, lass es auf dem Band und fahr. Okay? Manche von Ihnen scheinen schon ein bisschen gelangweilt, deswegen mache ich jetzt ein bisschen schneller. Das ist auch die einfachste Variante. Wir müssen uns einfach überzeugen, dass diese ganzen, dass alles, was man gerne so machen möchte mit der Turing-Maschine vielleicht, um sie mächtiger zu machen, auch das, was natürlich Ihre echte Hardware, die vor Ihnen steht, die ganze Zeit tut, ob wir die auch realisieren können in diesem sehr einfachen Rechenmodell. Das nächste, worüber wir nachdenken müssen, was ein bisschen komplizierter ist, was ist denn mit der Anzahl an Bändern? Es fühlt sich irgendwie ganz schön eingeschränkt an, dass wir nur ein Band haben, dass also diese Maschine zu jedem Zeitpunkt nur ein Symbol lesen kann. Und irgendwie möchten wir da kein bisschen mehr. Wir hätten vielleicht sogar so eine Art Cache oder noch eine Festplatte oder so. Sie können sich fragen, mein Computer hat eine Festplatte und ein RAM und ein Cache auf dem und Level 1 und Level 2. Macht das irgendwie die Maschine mächtiger? Ist mein Computer mächtiger als eine Turing-Maschine? Nein, ist er nicht. Ja? Also, was wir betrachten können als Realisierung Ihres Computers mit Festplatte und Arbeitsspeicher und Cache ist, eine sogenannte Mehrband- oder Multitape-Turing-Maschine. Das ist eine Turing-Maschine, die mehrere Bänder hat. Aber wir gehen davon aus, dass es endlich viele Bänder sind. Und die Zahl der Bänder nennen wir K. Dann müssen wir euch sagen, was wir damit genau meinen. Wir meinen Folgendes. Also wir stellen uns erstmal bildlich vor, dass diese Maschine einfach mehrere Bänder übereinander hat. Die stehen alle so nebeneinander. Und jeder dieser Bänder hat seinen eigenen Leseschreibkopf, der auch separat nach links oder rechts fahren kann auf den verschiedenen Bändern. Die müssen nicht alle gemeinsam nach rechts oder links fahren. Aber es gibt eine gemeinsame Zustandsmenge, Q. Und einen gemeinsamen Accept und gemeinsamen Reject und gemeinsamen Startzustand. Am Anfang der Rechnung gehen wir ohne Beschränkung der Allgemeingültigkeit davon aus, dass die Maschine am linken Rand ihrer am linken Rand ihres Bandes steht und auf die Eingabe auf dem ersten Band stehen hat. Das ist quasi der Eingabespeicher, der Buffer, aus dem die Eingabe gelesen wird. Und alle anderen Bänder sind noch leer. Und dann darf sie anfangen, auf den anderen Bändern zu manipulieren, wie sie möchte. Es ist Ihnen vielleicht hoffentlich klar, dass wenn das nicht so ist, wenn Sie gerne irgendwas Allgemeineres hätten, wo die Eingabe am Anfang irgendwie komisch verteilt wird über die Bänder, dann können Sie das natürlich realisieren danach. Können Sie irgendwie hin und her kopieren, wenn Sie wollen. Kopieren kann sie nämlich natürlich offensichtlich. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob sie kopieren kann, überlegen Sie mal, wie Sie das machen würden. Natürlich geht eine Copy-Operation. Und dann hat sie also eine Übergangsfunktion, die so aussieht, nämlich, um zu entscheiden, was sie als nächstes macht in einer bestimmten Konfiguration, verwendet sie alles, was sie auf den ganzen vielen verschiedenen Bändern gerade lesen kann. Das heißt, die Übergangsfunktion ist definiert aus dem aktuellen Zustand und dem Symbol, das auf allen Bändern im Moment steht. Also die Maschine steht am linken Rand, fängt an zu lesen, guckt auf allen Bändern nach und dann macht sie ihren Schritt nach rechts oder links, je nachdem, was Ihre Übergangsfunktion sagt. Und sie darf auch anhalten, weil gerade eben haben wir festgestellt, anhalten ist auch okay. Ja, also S ist auch erlaubt. Okay, da unten drunter steht es nochmal. So, jetzt wollen wir zeigen, dass diese Maschine nicht mächtiger ist als die einfache Turing-Maschine, die nur ein Band hat. Hat jemand eine Idee, wie das funktioniert? Genau, also die Idee ist, wir haben ja nur ein Band, wir wollen alles, was auf den Bändern steht, irgendwo hin, also muss es auf das eine Band, also schreiben wir es einfach hintereinander und dann müssen wir irgendwie damit umgehen, dass die Sachen jetzt halt hintereinander stehen und nicht mehr untereinander. Und das ist irgendwie nervig, aber das kriegen wir hin, folgendermaßen. Also hier ist unser Satz, zu jeder Mehrband-Turing-Maschine gibt es eine äquivalente Einband-Turing-Maschine. Wie machen wir das? Angenommen, wir haben eine K-Band-Mehrband-Turing-Maschine und jetzt bauen wir uns eine Einband-Turing-Maschine, S für Single, singulär, die gleiche Sprache erkennt. Und zwar folgendermaßen, wir nehmen unsere Mehrband-Turing-Maschine, hier steht sie, mit ihren in dem Fall drei Bändern, aber im Allgemeinen K-Bändern, auf jedem Band steht zu jedem Zeitpunkt irgendwas. Am Anfang ist das obere beschriftet und die anderen sind leer, aber im Allgemeinen steht natürlich überall was. Alle haben irgendwo einen Punkt rechts, hinter dem nichts Neues mehr steht, wo sie leer ist. Und dann bauen wir uns unsere Einbandmaschine folgendermaßen, nämlich
wir kopieren alle Eingaben hintereinander und setzen Sonderzeichen dahinter, diese Hashes, um zu markieren, wo die Kopien anfangen von den nacheinander folgenden Bändern. Und dann machen wir einen Trick. Wir müssen uns ja irgendwie merken, wo die Leseköpfe, Schreibleseköpfe auf den verschiedenen Bändern sind. Und dazu markieren wir das Band. Machen also eine kleine Notation auf dem Band. Hier steht gerade der Lesekopf. Und das können wir machen, indem wir das Bandalphabet erweitern, indem wir nämlich solche Akzente erlauben. Das ist so eine Art, ne? Wir gehen über von ASCII auf UTF-8 oder so, ja? Und erlauben einfach, dass es Akzente gibt auf Symbolen. Ein Punkt oben drüber zum Beispiel. Und dann benutzen wir diesen Punkt, um zu markieren, wo der Kopf steht. Damit können wir die Konfiguration dieser Maschine übertragen auf die Konfiguration dieser Maschine. Ist allen klar, dass damit die Information quasi gespeichert ist, darüber, was die Konfiguration der originalen Mehrbandmaschine ist? Ja, ein bisschen, okay, ein paar von Ihnen. Wir machen es gleich noch einmal sauberer, aber das ist das Bild. Und dann müssen wir jetzt halt nur noch in Anführungszeichen aufpassen, dass die Übergangsfunktion jetzt auch tatsächlich das Verarbeiten dieser Maschine richtig abbildet. Und dazu müssen wir den Zustandsraum wieder quasi bemühen, um das Ding zum Laufen zu kriegen. Und das wird dann so ein bisschen nervig jetzt, aber das können wir jetzt machen, folgendermaßen. Also, hier ist der saubere Beweis. Das war gerade eben war die Idee, jetzt kommt der saubere Beweis. Hier oben steht das gleiche nochmal. Wir konstruieren eine Einband-Turing-Maschine S, welche die gleiche Sprache erkennt, die also äquivalent ist. Und jetzt schreibe ich hier einen Beweis hin. Diese Art von Beweis, bevor wir ihn durchlesen, sage ich Ihnen erstmal, was hier so strukturell steht. Das ist jetzt die typische Art von Beweisen, wie wir sie mit Turing-Maschinen führen werden, nämlich wir schreiben deren Arbeitsprozess auf, aber mit Worten. Nicht mehr, indem wir explizit die Übergangsfunktion hinschreiben, weil die wäre sonst riesig groß und fast nicht mehr zu lesen. Sie wäre zwar formal vielleicht richtiger, aber ehrlich gesagt wäre das sogar ein schwerer zu verstehender Beweis, sondern wir sagen jetzt einfach Worte, die so ein bisschen sagen, was die Maschine machen soll. Aber wir müssen eben aufpassen, dass wir mit den Worten präzise genug sind, dass sie wirklich realisierbar sind auf einer Einbahn-Turing-Maschine. Folgendes Programm hat diese Turing-Maschine. Wir konstruieren uns zunächst unsere Einbahn-Turing-Maschine in einer Konfiguration, die genauso aussieht wie das, was ich gerade eben auf dem vorherigen Blatt definiert habe. Also, wir erweitern das Bandalphabet mit diesen Akzenten, mit dem Punkt obendrauf und wir kopieren oder wir initialisieren sie mit einer Konfiguration, welche die Inhalte der Bänder der anderen Maschine hintereinander kopiert auf dem Band stehen hat, getrennt durch diese Hash-Symbole. Und in der Initialisierung steht ja bei der Mehrbandmaschine das Wort im ersten Band und danach sind alle anderen Bänder leer. Also das ist die Startkonfiguration dieser Maschine. Und danach simuliert die Maschine S die Schritte der Maschine M folgendermaßen. Sie fährt das ganze Band ab vom ersten Hash bis zum K plus ersten Hash. Dazu braucht sie Zustände, die wissen, wie viele Hashes sie schon gesehen hat. Das geht aber, weil wir nehmen ja an, dass es nur endlich viele Bänder gibt. Also können wir endlich viele Zustände bauen, die sich merken, habe ich schon das erste Band, das zweite und so weiter bis zum Kartenband durchlaufen. Wenn ich das K plus erste Hash sehe, dann habe ich im Laufe dieses Ablaufens rausgelesen, was unter den Köpfen der K-Leseschreibköpfe von M steht. Und das, was da steht, das speichere ich auch in einem Zustand, in einem. Und Sie können sich überlegen, dass es da auch wieder endlich viele Zustände dafür ausreichen. Denn ich habe ja nur K-Leseschreibköpfe und unter jedem dieser K-Köpfe kann nur ein Symbol aus dem endlichen Bandalphabet stehen. Also angenommen, das endliche Bandalphabet hat n Symbole, dann muss ich n mal k in etwa Zustände benutzen, um abspeichern zu können, was ich unter all diesen Bänden gelesen habe. Geht also, weil immer noch endlich. Ja? Endliche Zahl mal endliche Zahl ist endlich. Dann weiß ich nach dieser Zustand, den ich dann ausgelesen habe, der mir also sagt, was unter allen Leseschreibköpfen steht, unter allen K-Leseschreibköpfen, den gebe ich jetzt in die Übergangsfunktion und die Übergangsfunktion kodiert jetzt, was die Mehrbandmaschine machen würde. Was also alle ihre Köpfe machen würde. Die sagt also, der erste Kopf fährt nach links, der zweite bleibt stehen, der dritte fährt nach rechts, schreibt jeweils immer die folgenden Sachen unter diese Schreibköpfe und genau das muss ich jetzt durchführen auf dem Band. Das heißt, ich fahre jetzt wieder zurück an das Ende von meinem einen Band
und fange wieder an durchzulaufen und realisiere diese Veränderung. Ich fahre also durch, bis ich ein Symbol sehe, wo ein Punkt drüber steht. Also sage, ah, jetzt bin ich an der richtigen Stelle. In meiner Übergangsfunktion stand, ich muss jetzt hier nach links fahren und vorher das Symbol so verändern, den Punkt runternehmen, das draufstellen, draufschreiben, was ich draufschreiben soll nach Übergangsfunktion, rüberfahren und den Punkt drüber setzen. Und dann gehe ich weiter. Und das alles hinzuschreiben als Übergangsfunktion ist bestimmt ein bisschen nervig, aber es geht. Ja, weil es sind endlich viele Möglichkeiten. Deswegen geht es in der Übergangsfunktion. Macht das Sinn? In der Mitte sind ein paar, die nicken, aber außenrum habe ich sie alle verloren. Also der Trick dabei ist, ohne jetzt weiter um die Details, okay, kurz weg von den Details. Der Grundtrick dabei ist, dass es immer noch nur endlich viele Zustände gibt. Ja, also ob ich vorher hier ein Band hatte, auf dem n mal k verschiedene Symbole stehen konnten. Sorry, ob ich vorher k-Bänder habe, auf denen jeweils n mögliche Symbole stehen, also n mal k verschiedene Sachen, die ich auslesen kann aus dem Band. Oder ob ich ein Band habe, auf dem n mal k Sachen gespeichert werden, die ich dann in n mal k Zuständen abbilde, ist das Gleiche. Und der Grundkonzept dahinter ist immer, endlich mal endlich ist immer noch endlich. Und weil die einzige Einschränkung, die wir haben, ist, dass die Zustandsräume endlich sind und die Alphabete endlich sind, können wir das mit endlich vielen Alphabeten und endlich vielen Zuständen realisieren. Jetzt müssen wir noch ein bisschen mit einem Spezialfall arbeiten, nämlich es kann natürlich passieren, dass in einem bestimmten Verarbeitungsschritt diese Mehrbandmaschine auf einem ihrer Bänder an den rechten Rand dessen kommt, was sie bisher beschrieben hat. Und dann läuft sie da quasi, hat sie ja dann ein Problem, weil auf der Einbandmaschine steht ja da ein Hash und danach kommt das nächste Band. Da müssen wir hier Platz machen, müssen wir da so eine Einfügung machen. Und die machen wir auf die denkbar stupideste Art und Weise. Nämlich wir fahren ganz ans Ende vom Band, ganz hinten hin, von dem einen Band und dann kopieren wir immer jeweils eins nach links, ja, und machen Platz. Also wir merken uns, letztes, was ich gelesen habe, war ein A, hier ist das erste Leerzeichen, also schreibe ich ein A hin, fahre zurück, fahre zwei zurück, guck, was da steht, fahre wieder eins rüber, schreib's hin, fahre wieder zwei zurück, guck, was da steht, fahre eins rüber, schreib's da hin und so weiter. Bis ich wieder zurückkomme zu dem Band, wo ich Platz machen musste und dann habe ich hier jetzt ein Leerzeichen frei und da kann ich das reinschreiben, was passieren muss. Das ist natürlich unglaublich nervig und Sie können sich vorstellen, dass wenn wir über Recheneffizienz reden, es schon vielleicht helfen kann, mehrere solche Speicher zu haben, aber wenn es um die Menge geht dessen, was machbar ist, verändert sich überhaupt nichts. Noch eine andere Variante, mit der wir uns beschäftigen könnten, ist, was wäre denn mit einer Maschine, die zweimal unendlich nach links und rechts hat? Die also, wir haben jetzt angenommen, und Turing übrigens auch in seinem Originalpaper, dass unsere Maschine so ist, dass sie auf der einen Seite des Bands einen Anfang hat und in die andere Richtung ist es unendlich. Also das linke Ende ist fest, hat einen Anfang und das rechte Ende ist unendlich. Da können wir jetzt relativ schnell drüber gehen, denn es ist im Prinzip natürlich ein Spezialfall von einer Mehrbandmaschine. Sie können sich vorstellen, dass angenommen Sie hätten ein Band, das nach beide Richtungen offen wäre, dann ist es so, als ob Sie zwei Bänder haben. In der Mitte gibt es irgendein Sonderzeichen, das sagt, hier ist die Mitte und nach da ist unendlich und nach da ist unendlich. Sie könnten auch diesen zweiten Teil quasi hochklappen und oben drüber schreiben, dann haben wir zwei Bänder. Ja? Und es ist sogar ein bisschen weniger als zwei Bänder, weil wir nämlich nicht gleichzeitig lesen von beiden Bändern, sondern immer nur von einem. Und das ist offensichtlich was Schwächeres. Wir können es aber auch etwas formaler, sauberer machen. Ich habe auch sogar einen Beweis dafür, oder ich habe ihn noch nicht gezeigt. Also hat jemand eine einfache Variante, wie die Turing-Maschine aussieht, die ein einzelnes Band hat, das nur auf einer Seite offen ist, aber eine Maschine simulieren kann, die ein Band hat, das nach beiden Seiten offen ist? Ja. Genau. Also, wir indizieren einfach die Elemente auf dem Band mit Indizes und schreiben immer die Einträge auf dem nach links unendlichen Band auf die geraden Indizes und die nach rechts unendlichen Einträge immer auf die ungeraden Indizes.
Und dann operiert die Maschine halt in einem Spezialmodus für entweder ich darf gerade nur auf den geraden Indizes arbeiten oder ich darf gerade nur auf den ungeraden Indizes arbeiten. Sie erinnern sich vielleicht an Ihre Einführungsmathematikvorlesungen aus dem ersten Semester, haben Sie vielleicht schon mal gesehen, gezeigt bekommen, dass die natürlichen Zahlen und die ganzen Zahlen gleich mächtig sind. Dass es also gleich viele ganze Zahlen wie natürliche Zahlen gibt. Und das ist im Prinzip genau das Gleiche. Also wir könnten eine Maschine haben, die einen Modus hat, ich bin gerade im linken Teil des Bandes, da fahre ich immer nur, ich fahre immer zwei weiter statt eins weiter, um auf dem zu arbeiten. Und wenn ich bei meinem Arbeiten rückwärts in der Mitte vom Band ankomme, da ist irgendein Sonderzeichen, das sagt, ah, hier ist die Mitte, dann schalte ich um auf, jetzt fahre ich eins weiter und dann bin ich quasi wieder Parity, danach fahre ich immer wieder auf der anderen Hälfte von dem unendlichen Band, wenn Sie so wollen. Okay? Oder zu schnell? Nee? Also zumindest für viele scheint es nicht zu schnell zu sein. Gut, dann machen wir jetzt noch den einen schwierigeren Teil, den wir uns 5 Minuten lang beschäftigen müssen, nämlich nicht-deterministische Turing-Maschinen. Sie erinnern sich, bei den endlichen Automaten haben wir über Nicht-Determinismus gesprochen und gemerkt, dass der keinen großen Unterschied macht, dass nämlich nicht-deterministische endliche Automaten genauso mächtig sind wie deterministische endliche Automaten und wie sie sogar explizit ineinander überführen konnten, also äquivalente Maschinen konstruieren konnten. Bei den Kellerautomaten haben wir dann festgestellt, dass es da sehr viel komplexer war, dass die deterministischen Kellerautomaten eine schwächere Klasse an Automaten sind als die nicht-deterministischen Kellerautomaten. Und das war irgendwie unglaublich nervig und hat mir hier schlechtes Feedback eingefahren in der letzten Vorlesung. Jetzt sind wir bei den Turing-Maschinen und Gott sei Dank wird sich herausstellen, die nicht-deterministischen Turing-Maschinen sind, wenn es darum geht, was sie berechnen können, nicht mächtiger als die deterministischen Turing-Maschinen. Und das möchte ich jetzt kurz noch einmal sauber machen, diesen Beweis, und danach sind wir fertig. Zunächst einmal müssen wir definieren, was eine nicht-deterministische Turing-Maschine ist. Das geht aber relativ einfach, weil es nämlich genauso ist wie bei den endlichen Automaten. Wir erweitern die Turing-Maschinen so, dass ihre Übergangsfunktion nicht genau auf eine neue Konfiguration übergeht, also genau eine Aktion macht, den Zustand zu ändern, etwas aufs Band zu schreiben und nach links und rechts zu fahren, sondern eine aus der Potenzmenge dieser Operation arbeitet, dass sie also mehrere Möglichkeiten angibt dafür, was als nächstes passiert und wir dann davon ausgeht, dass die Maschine alle diese Möglichkeiten gleichzeitig realisiert. Auf so eine Art unendlichen Parallelismus, darüber haben wir jetzt schon eine Weile geredet, deswegen brauche ich das hier unten nicht nochmal groß vorlesen, aber Sie erinnern sich, ja, es ist so eine Art unendlich mächtiger Parallelismus, wo in jedem Schritt die Rechnung komplizierter wird. Und ich habe dazu dieses kleinen Graphen hier unten hingeschrieben. Sie können sich eine Maschine vorstellen, die am Anfang in einer bestimmten Konfiguration anfängt und dann anstatt genau einen Pfad an Konfigurationen abzulaufen, in jedem Schritt mehrere mögliche Optionen hat und dann alle diese Optionen gleichzeitig weiter nach vorne verfolgt. Und damit werden exponentiell mehr Möglichkeiten generiert in jedem Schritt. Warum? Weil in einem Baum von Breite B und Tiefe D ist die Anzahl der Knoten, die wir in dem Baum auf Tiefe D haben können, gerade B hoch D, also eine exponentiell wachsende Größe. Und das Einzige, worüber wir jetzt aufpassen müssen bei den Turing-Maschinen, ist, dass wir mit dieser Akzeptieren und Verwerfen und Nicht-Akzeptieren und Nicht-Verwerfen-Situation umgehen müssen. Wir werden sagen, dass eine nicht-deterministische Turing-Maschine akzeptierend heißt auf einer Eingabe W, wenn mindestens einer ihrer Pfade durch diesen Baum akzeptierend ist. Das ist die gleiche Definition wie bei den endlichen Automaten. Also wenn irgendwo in diesem Baum eine, ich nenne das mal grün da, es ist eigentlich eher gelb, ne, diese Farbe, eine gelber Knoten ist, dann gilt die Rechnung als akzeptierend. Und das bedeutet, sie heißt nicht akzeptierend, also die Verneinung von akzeptierend, wenn es keinen Pfad gibt, der akzeptiert. Das heißt, alle Pfade sind nicht akzeptierend. Nicht akzeptierend heißt, sie sind entweder verwerfend oder sie enden nie. Wir können auch definieren, was verwerfend heißt, nämlich wenn alle Pfade verwerfend sind. Es also keinen einzigen gibt, der unendlich ist oder akzeptierend. Und jetzt kommt der große Satz. Es stellt sich raus, zu jeder nicht-deterministischen Turing-Maschine gibt es eine äquivalente
deterministische Turing-Maschine. Das heißt, große Überraschung, diese wunderbare Ermächtigung der Maschine, exponentiell mehr Möglichkeiten durchzuprobieren, erlaubt ihr leider nicht, irgendwas mehr zu berechnen, als die einfache Turing-Maschine, die deterministische, die nur einen Pfad in diesem Baum abfolgen kann. Die schnelle Idee dazu, die schnelle Intuition dafür, warum das so ist, ist der einfache Satz, dass eine endliche Zahl hoch eine endliche Zahl immer noch nur eine endliche Zahl ist. Und deswegen wir das Ganze abbilden können. Wir müssen nur aufpassen, weil die Berechnungspfade der Maschinen jetzt ja potenziell unendlich lang sein können. Und wir also aufpassen müssen, dass wir die Abbildung so machen müssen, dass diese Unendlichkeit uns nicht irgendwo dazwischen fährt. Das machen wir folgendermaßen. Angenommen, wir haben eine nicht-deterministische Turing-Maschine, wir nennen sie N für nicht-deterministisch, und wir möchten eine deterministische Maschine D konstruieren, so dass sie äquivalent ist, dass also ihre Sprachen identisch sind. Dann werden wir eine Maschine bauen, die diesen Berechnungsgraphen der nicht-deterministischen Turing-Maschine abfährt und darin sucht nach akzeptierenden Zuständen. Und wenn sie einen gefunden hat, dann bleibt sie stehen und akzeptiert. Und der ganze Gag für den Beweis ist jetzt, wie das Suchen funktioniert. Die naive erste Idee wäre, naja, wir fangen halt mit einer Berechnung an, wir gehen irgendwo ganz hier unten, depth first, bis zum Ende, und dann gehen wir zurück, und wenn da nirgendwo was akzeptierend ist, dann gehen wir halt zurück und machen hier weiter mit dem nächsten, und da unten eins nach links. Wenn das auch nicht akzeptierend ist, gehen wir zurück und machen das Problem mit diesem Ansatz. Ist jemand klar, was das Problem ist? Ja. Genau, diese Pfade können ja unendlich sein. Es könnte sein, dass da hinten es nie aufhört und wir immer weitermachen, obwohl es direkt hier oben, direkt kurz nach der Wurzel, einen akzeptierenden Zustand gäbe. Und dann würde es so aussehen, als ob unsere simulierende deterministische Maschine nicht akzeptiert, nämlich ewig weiterläuft, obwohl es einen Pfad gibt, der akzeptierend ist, die nicht-deterministische Maschine also akzeptieren würde. Und das heißt, wir müssen unsere Suche breath first machen. Wir müssen also anfangen hier, dann machen wir die drei Pfade, dann machen wir die hier, dann machen wir die hier und dann machen wir die hier immer weiter. Und wenn irgendwo mal ein gelber Kreis auftaucht, dann sagen wir, okay, super, akzeptiert. Ja? Und um das zu realisieren, müssen wir uns überlegen, das ist jetzt so ein Punkt, wo es echt wichtig ist zu gucken, dass der Beweis sauber geführt ist, wie wir dieses Breath-First-Suchen realisieren auf einer Turing-Maschine, auf einer deterministischen Turing-Maschine. Und es steht auf dieser Slide, nämlich mit einer Mehrband-Turing-Maschine, denn wir haben ja gerade eben gesehen, dass Mehrband-Turing-Maschinen äquivalent sind zu Einband-Turing-Maschinen. Und das ist super, weil diese Art von Trick werden wir in Beweisen ganz oft verwenden. Wir geben unserer Mehrband-Turing-Maschine drei Speicherplätze, drei Bände, und diese drei Speicherplätze, die haben eine ganz bestimmte Rolle. Das erste Band, das ist die Festplatte, das ist da, wo wir die Eingabe drauf speichern. Das zweite Band, das ist der Arbeitsspeicher, wenn Sie so wollen, auf dem speichern wir den Zustand der nicht-deterministischen Turing-Maschine auf diesem Arbeitspfad. Und die dritte ist das Bookkeeping-Band, auf dem wir abspeichern, wo in dem Baum wir gerade sind. Und dann fahren wir der Reihe nach Folgendes durch. Wir fangen an, mal gucken, wohin ich zeigen muss mit meinen verschiedenen Laserpointern. Wir initialisieren die Turing-Maschine zunächst mal, indem wir, also wir simulieren jetzt unsere nicht-deterministische Maschine N auf unsere deterministische Maschine D, so, dass wir auf die Festplatte rein die Eingabe speichern. Die bleibt dafür immer drin. Mit der machen wir nie wieder irgendwas. Die bleibt da oben für immer gespeichert. Dann kopieren wir auf das zweite Band, also in den Arbeitsspeicher, unsere lokale Arbeitskopie von der Eingabe W. Und dann initialisieren wir das dritte Band mit leer. Das bedeutet, dass wir sagen, wir sind hier. Und dann denken wir uns einen Code aus, wie wir diese Knoten in diesem Graphen adressieren können. Sie können sich vorstellen, wie Sie das machen. Ja, Sie wissen ja alle aus der Algorithmenvorlesung, wie man einen Baum adressiert. Da gibt es verschiedene schöne Indizes. Und die haben eine natürliche Reihenfolge. Ne, das ist irgendwie so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Ja, und die können Sie irgendwie sich konstruieren. Ist klar, dass das geht. Angeordnet. Und dann
machen wir eine Simulation des Laufes von der nicht-deterministischen Turing-Maschine auf dem Arbeitsspeicherband 2. Das heißt, wir sagen, wir gucken nach, was auf dem dritten Band, wo die Maschine hin muss. Wir sagen, okay, wir müssen irgendwie, sagen wir mal, hier hin, dann müssen wir runter, rüber, rüber. Das bedeutet, dass wir in der Übergangsfunktion von der nicht-deterministischen Turing-Maschine bestimmte Optionen wählen müssen in ihrer Übergangsfunktion. Also da steht, die Übergangsfunktion hat ja auf der rechten Seite mehrere Optionen. Wir wissen nach unserer Codierung im dritten Band, wo wir hin müssen, welche Optionen wir nehmen müssen. Und wenn wir die abgefahren haben, sind wir an einem bestimmten Punkt im Baum, können nachgucken in der nicht-deterministischen Turing-Maschine, was sie jetzt als nächstes macht. Dann sagt sie, ich habe zwei Optionen. Dann sage ich, okay, ich nehme die erste Option, nehme ich die, springe da hin, mache die Veränderung auf dem Band 2 und dann schaue ich, was da los ist. Wenn es ein akzeptierender Zustand ist, dann akzeptiere ich. Wenn es kein akzeptierender Zustand ist, dann gehe ich wieder zurück und mache mit der nächsten Simulation weiter. Das heißt, ich fahre wieder ganz zurück, lösche wieder das zweite Band, meinen Arbeitsspeicher, schreibe ihn wieder neu vom ersten Band und fange die Simulation wieder von vorne an zum nächsten Punkt auf dem Baum. Macht das Sinn? Immer noch wird genickt, dann glaube ich mal, dass Sie das einfach nur geglaubt haben. Und dann ist klar, dass ich damit genau die Berechnung der nicht-deterministischen Turing-Maschine simuliere. Und wenn irgendwo ein akzeptierender Zustand kommt, dann ist er akzeptiert. Also was wir damit gezeigt haben, ist, dass jede nicht-deterministische Turing-Maschine so gebaut, jede nicht-deterministische Turing-Maschine simuliert werden kann mit einer deterministischen Turing-Maschine, insbesondere wenn es um das Erkennen geht, also wenn es uns darum geht, zu merken, wann die Maschine stehen bleibt. Das Gleiche geht auch für Entscheider. Können Sie sich überlegen, wie das funktioniert. Sie können halt gucken, ob Sie irgendwann an das Ende des Baumes kommen quasi, ne? Und merken, dass Sie jetzt durch alle durch sind. Und wenn Sie bis dahin keinen einzigen Zustand gefunden haben, der akzeptierend ist, dann wissen Sie, was Sache ist. Und die einzige Art, an das Ende des Baumes zu kommen, ist, wenn alle diese Zustände verwerfend sind. Damit haben wir gezeigt, eine Sprache ist Turing erkennbar oder Turing entscheidbar, das ist was anderes, aber Sie wissen, was es ist jetzt, genau dann, wenn sie von einer nicht-deterministischen Turing-Maschine erkannt wird. Und damit bin ich am Ende, ich fasse einmal ganz kurz zusammen, was wir heute gemacht haben. Wir haben diese neue Art von Maschinen kennengelernt, Turing-Maschinen. Diese haben einen unendlichen Speicher, auf den Sie mehr oder weniger beliebig zugreifen können, so eine Art Random Access Memory, kein Stack. Und können mehr als nur akzeptieren oder verwerfen. Wir sind gezwungen, ihnen die dritte Option zu geben, unendlich weiterzurechnen. Sonst wären sie nicht so mächtig, wie wir möchten, dass sie sein sollen. Und haben gesehen, dass es auf die technischen Details dieser Maschinen nicht so ankommt. Sie können mehrere Bänder haben, sie können stehen bleiben, nach links und rechts fahren, sie können sogar nicht deterministisch sein. Also alles das Gleiche, wenn es nur darum geht, welche Menge an Sprachen diese Maschinen berechnen können. Und in den ganzen nächsten Vorlesungen werden wir uns jetzt die Frage stellen, was ist denn diese Menge an berechenbaren Operationen? Ist die irgendwie in irgendeiner Weise beschränkt oder ist sie vielleicht sogar endlich? Und wenn sie unendlich ist, wie ist sie unendlich? Gibt es Sprachen, die für die Turing-Maschinen, die Turing-Maschinen weder erkennen können noch entscheiden? Oder gibt es vielleicht Sprachen, die man nur erkennen, aber nicht entscheiden kann? Und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir uns irgendwann auch fragen, ob die Turing-Maschinen eigentlich die einzigen Computer sind, die wir uns vorstellen können, oder ob es vielleicht andere tolle Maschinen gibt, so Quanten-Turing-Maschinen oder so, die irgendwie mehr können. All das wartet jetzt auf Sie nach den Pfingstferien. Dankeschön.